Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesgeheimnis am 3. April 2018. Die Wiedergeborenen haben gerade die Bedürfnis, etwas ins Licht zu bringen, in Wahrheit bleiben, einen klärenden Gespräch zu führen. In den vergangenen Tagen war eine gewisse Spannung da, diese Spannung lässt nach. Etwas klären, von etwas zu befreien oder Gespräche führen, das trifft aber auch die Schützengeborenen und auch die Löwengeborenen. Die Wagengeborenen sollen zuhören, was die anderen meint, oder einen Schritt auf anderen zugehen, die Kontakt aufbauen, weil jemand wartet auf eine Nachricht. Liebe Partnerschaft, brauchen wir die Gleichgewicht, die Harmonie. Das trifft besonders die Stiergeborenen, die Jungfraugeborenen, die Steinbockgeborenen, die Krebsgeborenen, die Fischengeborenen, aber auch die Skorpiongeborenen. Wenn der Eifersucht eine Rolle spielt oder jemand versucht, den anderen in Besitz zu nehmen, dann gibt die Harmonie, gibt das innere Gleichgewicht. Und das trifft in erster Linie die Skorpiongeborenen und die Stiergeborenen. Die Steinbockgeborenen sollen auf ihren Sehnsüchte achten. Und jetzt kommt die Kraft, alles oder nichts, Entscheidungen treffen, das im Ziel setzen, weil diese Ziele sind erreichbar, vorausgesetzt ist, dass dieser Traum entspricht der Realität. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen. Und bei Skorpiongeborenen und bei Krebsgeborenen ist eine heilende Energie und sie sollen auch intuitiv sein. Es kommt alles im Fluss und die haben das Glück, ihre Träume zum Leben. Und das war mein heutiges Tagesgeheimnis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.